Hallo, ich grüße euch total und recht herzlich. So, ich habe zwei Kunden verloren, weil die haben sich impfen lassen. Das ist jetzt kein Scherz. Ich weiß, wie ihr darüber denkt. Das soll mir auch egal sein. Es waren zwei sehr nette Kunden. Ja? So, die eine lag also 4 Tage in ihrer Wohnung und irgendwann hat einer sie endlich gefunden. Und wie gesagt, sie ist impfen gegangen, hat sich impfen lassen und ist daran verstorben. Das ist die Wahrheit und nicht das ist die Wahrheit. Punkt. Ich habe eine Mutter jetzt hier gehabt, die mir sagte, dass ihr Sohn 20 Jahre sich umgebracht hat, weil er mit der gesamten Situation nicht klar kam. Ich meine, ich habe ja mit vielen Menschen zu tun und das, was ich jetzt hier veröffentliche, ist die Wahrheit und nicht das ist die Wahrheit. Aber das Problem ist, in dem Moment, wo ich es eröffne, in dem Moment, wo ich es veröffentliche, kommt von allen Seiten Ärger. Ärger. Bin ein bisschen knurrig, weil auch alles so verändert wird. Ich meine, bin ein Freund der Digitaltechnik und ich wollte sie auch haben. Ich konnte nur nicht ahnen, dass diese Digitaltechnik so missbraucht wird. Diese Digitaltechnik wird so arg missbraucht, dass man ja wirklich tatsächlich aufbrüllen sollte, aber wir können ja nicht. Die Ohnmacht schlägt zu. Ich habe gestern dem Anwalt zugehört, 71 Jahre, der halt auch die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit gesagt hat, aber was willst du denn machen? Ja? So, was wollen wir denn machen? Ja? So, dass die Menschheit sich aufwiegeln lässt, dass die Menschheit sich verändern lässt, dass die Menschheit nach einem Diktat pfeift. Ja, das muss ja sein, muss ja alles seine. Ne? So. Aber die Freiheit, die wir genossen haben, die Freiheit, die ich genießen durfte, die gibt es nicht mehr. Wir waren frei. Wir konnten tun und lassen, was wir wollten. Und wir konnten tun und lassen, wo wir und wie wir es wollten. Und keiner hat was gesagt. So, diese Freiheit, die Freiheit der eigenen Entscheidung wird einem genommen. Ich habe das Original mal, was wirklich tatsächlich, auch wirklich tatsächlich so war, veröffentlicht und schon fing es an. Schon hat man Ärger bekommen. Ja? Aber es ist doch so, es war so, wir leben in der Zeit 1920, 1945 und wer sich die ganze Geschichte ansieht, ja, und wer die Industrierevolution sich ansieht, so die Industrierevolution, die da im 19. Jahrhundert losgetreten wurde, sie wird doch jetzt wieder losgetreten, zum 4. Mal. Ja? So, die ersten 3, also die Industrie 0, wo es richtig zur Sache ging, wo auch wirklich die Aufstände waren, der Weber, das ist der berühmteste Aufstand überhaupt, der Aufstand der Weber und so weiter. Das ist genauso wie meine Industrie auf den Markt geworfen wurde. Cinematik, ja, Film, Foto und das, die bewegten Bilder, Teufelswerk, bla bla bla. Ja? So, in den 60ern hat er auch alle vergessen. Keiner erinnert sich mehr an die wilden 60er Jahre. Die Raucher, wie die sauer waren, dass sie in den Öffentlichen nicht mehr rauchen durften. Die durften in den Bussen nicht mehr rauchen und so weiter und so fort. Ja? Und die ganzen Einführungen nach und nach und nach und nach, da flippen die Leute doch aus. Ja? Wie dann auch das Automobil in sich mehr Sicherheit bekommen hat, flippten ja auch, ich bin nicht eingeengt und all sowas. Also es war immer, also der Umbruch einer Industrie hat ja immer Folgen gehabt. Und jetzt der Umbruch in der Welt digital, wo wirklich ab 1.1.2022 und ab dem 1.1.2025 alles, wie gesagt, auf dem Weg. Ich habe gerade mit dem Bundestag und Bundesregierung und das Ganze, ich muss mich ja erkundigen, damit ich mit meinem Beruf klarkomme. Ich kann jetzt zu einem anderen Fotografen gehen, der kennt mich nicht, der erzählt mir was, das geht halt nicht. So, ich kann auch zur Innung gehen, ich kann auch mit der Innung sprechen, die für Fotografen und Film zuständig sind. Aber es ist ein Riesenumbruch. So, und wenn man sieht, dass Miet mich, ja, mit den Künstlern zum Beispiel, ja, Till Schweiger und wie sie alle heißen, die man da mieten kann für 18 Euro, da kommt ja auch nichts mehr rum. Was soll ich mir einen Till Schweiger mieten, mit ihm hier irgendwas, was soll das? Also die Analogie wird zur Digitalzeit und die Digitalzeit ist dann in Opferung der Analogie,
weil man ja, wie gesagt, dort nicht mehr. Also, im Jahre 2020 war an sich alles noch okay. So, ab 2021, ja, ich habe heute so viele Kunden gehabt, die regelrecht sich echauffiert haben, weil bei uns in den, also man darf ja gar nichts mehr, ein Ungeimpfter darf ja gar nichts mehr. Ein Ungeimpfter darf nicht mehr in die Straßenbahn, ein Ungeimpfter darf nicht mehr zur Toilette, ein Ungeimpfter darf noch nicht mal auf einen Friedhof seine Toten besuchen. Ein Ungeimpfter darf das nicht, dies nicht, jenes nicht. Das Beste ist ja der Förderungsmittel, also darf es wieder laufen. Ne? Ist ja nicht schlimm, dann läufst du halt. So, und dann musste ich mir anhören heute, ja, was wird denn aus den Alten? Ja, kannst du böse sagen, werden weggespritzt, tschüss, weg. Ich hätte einen gehabt, der sagte, ja, weg mit den Alten, umso mehr Rente kriegen wir. Ich meine, wenn wirklich tatsächlich die Menschheit so verroht, ja, dass die Menschheit wirklich tatsächlich, also bis jetzt, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, waren Menschen, die nicht gebildet, also haben keine Bildung, die ängstlich sind, wenig Bildung haben und aus einem Klientel kommen, wo auch gerade diskutiert wurde mit den Aussteigern. Wir haben hier auch Obdachlose, sind ausgestiegen, sie wollen nicht mehr und so weiter. Das ist, ne, der eine junge Mann da, der war natürlich traurig, wie die Mutter mir das sagt. Ich kenne die Leute ja alle. Nee, mein Sohn hat sich umgebracht, der will nicht mehr, der kommt nicht klar. Tja, puh, das haut rein. Deswegen bitte ich um emotionale, ich bin jetzt gerade emotional, weil das haut rein. Ich bin der Meinung, veröffentlichen, warum nicht, ist ja mein Beruf. Ich bin auch mehrfach angesprochen worden, ob man nicht eine Sendung machen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer wirklich tatsächlich in der Welt der Medien arbeiten möchte, sollte bitte darüber nachdenken, wie teuer das Ganze ist. So. Und weil das so teuer ist, kann man das nicht mal eben machen. Machen wir eben so. Ich finde es hochgradig interessant, wenn ich hier Regie-Studenten, also filmtechnische Studenten, die also Regie studieren wollen und so weiter und so fort, also in den bildenden Beruf einsteigen wollen und man gibt denen alles, ja, Green Studio, was weiß ich nicht alles, aber man muss es doch auch bezahlen. Leute, man kann doch nicht hergehen und einen nur schädigen, ja. Corona schädigt die Gesellschaft, ja. Corona spaltet die Gesellschaft. Ist man ironisch? Ist man lustig? Kaspert man rum? Hat man irgendwelche, ja, ist man halt lustig? Man lebt, man hat Spaß, ja, und schon kommt einer daher und macht einem das Leben kaputt, ja. So, man braucht jetzt irgendwas hochhalten da, irgendwas, egal was, und schon fängt einer an, ist halt so. So, wir leben in einer sehr beklemmenden Zeit, die ich gerne nicht hätte haben wollen. So, wenn aber ein Klientel, das so viel Geld hat und so viel Macht hat jetzt, weil sie hatten Geld, sie hatten schon immer Geld und sie haben jetzt so viel Geld, dass sie jetzt Macht ausüben wollen. So, Amazon ehemalig, der das hochgefahren, sich genügend Geld, ja, einer hat 186 Millionen, Zuckerberg hat 100,4 Millionen und so weiter. Bill Gates hatte 168 Millionen, durch die Scheidung wird das ein bisschen halbiert, aber egal. Und so weiter und so fort. Also die Menschheit, also diese Menschen komplett, die jetzt vor uns stehen, haben 10 Billionen zusammen. Ja, so 10 Billionen haben zusammen und Einzelpersonen haben halt so und so viel. So, und wenn dieser Machtapparat aufsteht und gegen uns, so, was wollen wir denn machen? So, wenn wir das jetzt minimieren, wenn wir das jetzt ausschalten, wenn wir jetzt aufhören, ja, ich meine, ich habe ihn wirklich verstanden, den Herrn Lee, Sir Berners-Lee, weil er rastet. Ich habe jetzt verstanden, warum er auf der Bühne wirklich Gas. Ich verstehe jetzt 30 Jahre World Wide Web, HTLM, Programmierung und was weiß ich nicht alles. Und er war sauer, weil er es uns zur Verfügung gestellt hat. So. Und so viele Menschen werden in die Irre geleitet. So und so viele Menschen werden irgendwo hin, ja. So, wenn ich mir das alles anhöre, was ich mir täglich anhöre, ja. Es gibt Menschen, die leben nur noch digital. Sie kaufen nicht mehr analog, ja. Sie lassen sich alles bringen und so weiter und so fort. So, wenn man dann die Industrie hier hört,
Ja, wie funktioniert das denn? Ich soll Home arbeiten. Ja, was brauche ich denn alles dafür? Also ich finde es hochgradig interessant. Kann ich das auch mit meinem Tablet? Ich meine, können schon, aber wie druckt man das aus? So, ich habe diesen Datenhighway mit Zuhilfenahme von Maschinen in den 60ern, 70ern mir ausgedacht und seit den 80ern bis heute vollzogen. So, ich habe es jedem angeboten und jetzt ab 1.1.22 kommt etwas, womit man arbeiten muss. Man muss sich mit diesem auseinandersetzen und dann versuchen, es auf den Weg zu bringen. Das ist halt so. Wenn ich mir das alles ansehe, die Ärzte für Aufklärung, die Anwälte für Aufklärung, die Staatsanwaltschaft, die Richter, ja, und sind alle kritisch und was weiß ich. Und dann steht nur, ja, helfen Sie uns doch, indem Sie spenden. So, der Herr Filmich, dieser auch da mit seiner Basis, ist ja auch schon gefragt worden, ja, wann machst du denn eigentlich die Klage? Oder die eine Frau, die da auch immer am Erzählen war, ja? Oder Frau Wagenknecht, die da vor der Kamera am Erzählen ist. So, wenn man sie dann fragt, ja, ich verdiene gutes Geld, Punkt, fertig aus. Es gibt Anwälte, die jetzt dem einen Anwalt, WPS, hinterherjagen. Ey, der verdient so viel Geld, das können wir auch. So, ich hätte so viele hier gehabt. Schau mal, können wir nicht Dreharbeiten, können wir nicht dieses, können wir nicht jenes. So, aber warum wird man dann, ihr wisst schon, nicht bezahlt? Also jeder sollte bezahlt werden für seine Dienstleistung und für die Sache, die er macht. So, die Ärzte für Aufklärung, Rechtsanwälte für Aufklärung, Polizei für Aufklärung, wie die sich alle nennen, ja, die klären alle auf. Aber da unten drunter sollst du spenden, 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 spenden. Also irgendwas stimmt doch hier nicht. Also ich kläre euch auf für null, ja. Okay, ihr greift mich ja auch an, ist so, muss man durch. Aber mir ist halt aufgefallen, dass hier was nicht stimmt. Es stimmt einfach nicht. Man wird torpediert, ja. Man ist ehrlich, man ist offen und man ist zugänglich. Trotzdem kommt das Bollwerk des Bösen ständig vorbei. Ständig. Und das Bollwerk des Bösen muss ja mal irgendwann mal, wie gesagt, in die Schranken gewetzt werden. Also sie müssen in die Schranken oder versetzen oder die Schranken müssen um, ey, so weit, irgendwann ist Schluss. Ne? So, ich habe mich jetzt lang genug echauffiert, so nennt man das. Ich habe wirklich die Wahrheit, nicht als die Wahrheit gesagt. Ich bin hochgradig traurig, dass die Frau, wie gesagt, 4 Tage da in gelegen und jetzt gefunden und dass der junge Mann da um die 20 sich selbst, wie gesagt, umgebracht und so weiter und so fort. Ich habe viele Fälle. So, auf eine Art habe ich, wie gesagt, gegen diese ganze Geschichte überhaupt nichts, noch nie gehabt, werde ich auch nie haben, weil alle normale sind. Ich habe viele, die sind 3-4 Mal geimpft, mit was, weiß ich nicht, soll mir auch egal sein. Dann habe ich natürlich auch Menschen, denen geht es halt nicht so gut, aber ist in Ordnung, ja. So, ich habe viele Erkrankte hier, ich mache ja viele Sachen für die fertig, ja. So, für eine gewisse Klientel mache ich ja tagtäglich fertig. So, was man so braucht, ja. So, aber wenn so man in Kassel zum Beispiel, da könnt ihr wirklich da in so einer Geschichte, in so einem alles selber machen. Da sind die Computer für, das ist das für, da machst du deinen Ausweis. Ich habe sogar ältere Leute, ey, da machst du da, ja, wunderbar, da setzt du dich da hin, da guckst du da rein, dann drückst du. Ja, ist natürlich eine allgemeine Begeisterung. Ja, Maschinen haben schon die Menschen immer begeistert. Ich sage einfach nur Lokomotive, ja, und Eisenbahn und auch Rennautos und Flieger. Und, also eine Begeisterung war doch schon immer. So, in dieser Begeisterung kann man ja auch gehen. Es macht ja auch Spaß. So, aber die Brutalität, das Alleingelassen. Also ich habe hier so viele Menschen, so viele alte Menschen, die sich verloren fühlen. Und ich sage, hallo, ich kann das, deswegen mache ich das Video, ich kann anmelden, hallo, ich kann nicht, natürlich kann ich digitalisieren, aber ich kann es jetzt nicht versenden, ja. Man gibt mir zwar die Zugriffscodes und was weiß ich, das, nein, mache ich nicht. Ich mache es öffentlich, nein, mache ich nicht. Punkt, fertig, aus. Liebe Anwälte, liebe Richter, liebe Staatsanwaltschaft, ihr müsst da durch, ihr müsst es selber. Ja, die freien Anwälte, gestern auch ein Sozialanwalt, ja, ich muss das jetzt alles digital. Ja, ist so, man kann nicht da irgendwie, ne. Liebe Anwälte, liebe Stadt, liebe Polizei, ich mag euch sehr und ihr seid die nettesten Kunden hier, auch die Ärzte waren die nettesten Kunden,
Es hat richtig Spaß gemacht, aber irgendwas ändert sich hier leider. Ich meine, ich habe die Wahrheit gesehen und ich sehe die Wahrheit, wie Menschen sich umkleiden, wenn sie gewisse Nationalitäten und nachher sind sie wieder normal. Ja? So, gewisse Nationen müssen halt und sie müssen auch gehorchen und sie gehorchen. Ja? Ob Iran, Irak, Sowjetunion, ja? Niederlande hatte ich auch, aber sie sind ein bisschen freier, aber trotzdem. So, wenn ich dann hier so einen Auftrag bekomme aus Nationalitäten und die Nationalitäten ihre Nationalität auswirken im Studio und nach dem Studio wieder normal sind, auch normal sprechen, hochgradig interessant. So, und deswegen, da ich jeden Tag die Wahrheit und nicht als die Wahrheit sehe, höre, ich kriege es ja mit, ja, ja, ich muss das aber digitalisieren. Ja, erstmal müssen wir es ausdrucken. So, und dann muss ich das unterschreiben. Richtig. So, und dann muss ich es wieder einscannen. Richtig. So, und eines Tages, wie gesagt, alles elektronisch. Elektronisch unterschreiben, elektronisch ausfüllen. Und dann muss das natürlich gesichert sein, damit ein anderer nicht dran kann. So, deswegen ist ja das PDF da. So, und wenn man das, wie gesagt, schickt, indem man das öffentlich schickt, dass jeder drin rumwuseln kann, obwohl PDF kann man ja auch drin rumwuseln, wenn man das Gegenprogramm hat. So, digital ist nicht so sicher, wie ihr glaubt. So, ich habe mit der Cyberspace Agentur für Polizei da auch philosophiert, so toll unterwegs sind die in dem Cyberspace noch gar nicht. Ne? Ja. So, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Alle verstehe ich. Über 60, über 70, über 80. Leute, ich verstehe euch. Problem ist halt nur Ü10 bis 40, die uns jetzt ein Ansagen und die superreichen Ü50 sowieso. Macht, was ihr wollt, tut es oder lasst es, aber es ist traurig, dass das wirklich tatsächlich solche Formen angenommen hat. So. Das Geplärre, 24 Stunden, 7 Tage die Woche über dieses Thema Corona, meine lieben Freunde, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Okay.